Hallo Leute, ja, wir sind hier. Ich bin gerade am Essen machen. Ich habe jetzt nichts verkohlen lassen, fällt mir gerade so auf, aber naja, vielleicht geht's noch. War unterwegs, habe Kupfererz geholt. Warte mal, Karte rauszoomen. War hier oben, da, hab da geholt. Da ist aber noch eine Stelle. Mal gucken, ob ich das dann da auch noch wegkriege. Und hab das mit dem Wagen natürlich geholt, ne? So, jetzt machen wir Essen, ihr schaut's Logo und dann gucken wir weiter, ne? So, ein Fisch ist noch dran. Da hinten hört er schon, das Erz habe ich natürlich sofort in den Ofen getan, damit wir da Barren rauskriegen. Und hier warten wir gerade noch auf den letzten Fisch. Und der war nämlich alle gegangen und dann haben wir wieder ein bisschen was zu essen. So, lass uns gerade reingucken. Ja, Fisch. Nächsten Schwanz haben wir auch gegrillt noch. Aber der Fisch war mir wegen der hohen Gesundheit wichtig, wenn ich dann kämpfen muss, dass ich da was nehmen kann. Ne? Hab allerlei Sachen auch noch einsortiert hier, die ich da noch mitgebracht habe, wie diese Brechbeeren, ein bisschen Löwenzahn habe ich tatsächlich auch noch mit. Hab hier im Lager so ein bisschen Holzreparaturen schon gemacht. Der Wagen ist auch wieder heile. Ist das hier fertig? Jo, das ist schon fertig, okay. Warte mal, da müssten wir hier noch was haben, oder? Da ist noch eine Portion, die muss da noch rein. Also, okay, lag hier noch davor. Habe ich nicht früh genug gemacht, ne? Gut, aber das müssen wir alles nicht mitnehmen, glaube ich. Das wäre zu viel. Tun wir es hier wieder rein. Ja, da oben sind jetzt 10. Jetzt ist die Frage auch zum Beispiel, ne? Geringe Ausdauer, deine Ausdauergeneration ist erhöht. Ausdauer 80. Aber das hier, ne? Köstlicher Met, der Nektar der Götter. Gewicht 1. Wie Gewicht hat denn das hier? Auch 1. 10 insgesamt. Okay, das ist natürlich auch alles schon ziemlich schwer dann, ne? Ich glaube, wir werden mal da die Hälfte hier noch lassen. Da sparen wir uns dann ja 5 Kilo, ne? Und hier ist das gesunder Met. Den sollten wir auch noch mitnehmen. Wir müssen noch ein paar Reparaturen machen. Das wiegt nix. Ja, hier, das wiegt auch immer alle was, ne? Alles eine Einheit, ne? Pilze sollten leichter sein, ist es auch so. Und der Fisch, ja, wiegt ein halbes Kilo. Oder eine halbe Einheit. Was haben wir denn hier? Bronzepfeile und das sind Feuersteinpfeile. Und das ist die Feuerpfeile. Okay, das passt auch. Wir haben hier noch Steine dran, ne? Und die werden wir erstmal loswerden wollen, ne? Stopp. Ne, das war voll. Wir müssen das so machen und dann die Steine einschmeißen. Gut. Dann ist das erledigt. Hier können wir jetzt noch die ganzen Kupferbarren aufnehmen. Und. Ne, warte, wir machen umgekehrt. Wir holen die rein. Ist jetzt zwar zu schwer, sagt er, aber wir wollen bestimmt noch irgendwas basteln. Ne, wollen wir nicht. Bronzespitzhacke. 10 Bronze. Achso, wir müssten erst Bronze machen. Okay, dann müssen wir hier hin. Wie viel können wir denn da machen? 6er. So, können wir jetzt das aufwerten? Nö, da fehlt uns immer noch was. Da ist noch ein klein bisschen Kohle dran, das müssen wir auch noch managen. Aber hier liegt keine mehr, da müssen wir die noch anstoßen. Da ist nichts dran, aber wir haben hier noch was dran. Der ist voll. Kommen wir da noch hin? Ah, schaffen wir noch, oder? Und dann können die da wieder weg. Jetzt können wir hier noch ein bisschen was basteln. Keine Bronze? Nee. Oder? Eigentlich müssten wir einmal können, oder? Bronze? Nee, Bronze. Was brauchen wir denn für Bronze? Ach, zwei Kupfer und wir haben nur ein Kupfer. Okay. Das heißt, jetzt können wir. Gut. Stellen wir das auch noch her, ne? So, und dann
Ja, aufwerten ging dann nicht, ne? Immer noch nicht. Gut. Das heißt, wir räumen das mal gerade weg. 15 und 4. Das heißt, wir müssen immer noch abwarten, bis das Dingens da rauskommt, das Kupfer. Können aber hier mal gerade Holz nehmen und Kohle daraus machen. Voll. Und das Holz wieder wegbringen. Die vier haben wir über. Jetzt haben wir noch einen Bronzebar, einen Kupferbar. Zwei. Das würde bedeuten, wir können eigentlich wieder einen produzieren, oder? Ja, lass uns gerade einen machen. So, da kam einer raus. Ne. Okay, das bedeutet, die da rein und die legen wir da auch gerade rein. Das ist erstmal erledigt, ne? Da können wir noch nichts mit anfangen, außer Nägel vielleicht machen, ne? Oder? Nö, noch nicht mal das. Gut. Wie sieht's hier aus? Haben wir da neue Rezepte irgendwie gekriegt? Eigentlich schon, ne? Karottensuppe. Ah, warte mal, wir haben noch Karotten. Die können wir noch gerade holen. Die waren noch hier, oder? Karottensamen. Karottensaat gesund. So, das haben wir alles geschafft. Und jetzt müssen wir gerade das Dingens wechseln, das Werkzeug. Und dann auf die 5 und dann können wir hier kultivieren. Gut. Pflanze, Karottensamen. Kann ich da auch noch was anderes raus? Gras könnte ich machen. Kann ich das auch noch machen? Fehlende Voraussetzung. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht mehr genug Möhren. Okay, passt. Stopp, falsch. Werkzeug wechseln sozusagen. Erledigt. So, die wachsen erstmal. Das wird fermentiert. Hier sind wir, ja, weil noch keine Karotten da sind, hat das dann noch nicht geklappt, ne? Hier noch einmal das mitnehmen. Und das fertig machen und das herstellen. Gut, haben wir es. Und die 12 Barren da rein, die 2 Barren da rein. Haben wir es erst, oder? Ja, gut. Erledigt, würde ich sagen. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, was können wir hier denn noch bauen? Holzofen, Holzstoß, Edelholzstoß und sowas, das. Wie viel brauchen wir denn da? 50 Kernholz. Und dann sieht das dann immer so aus, ne? Ne, das war falsch. Das will ich nicht. Nochmal so. Knochenstapel. Hölzerne Drachenverzierung. Ja, die hölzerne Drachenverzierung wäre ja noch interessant vielleicht, ne? Kann man die da oben dran machen, oder? 10 Edelholz braucht man da und eine Werkbank. Ah, nee, nicht das. Jetzt mal Edelholz. Haben wir 10 Edelholz? Ja, hätten wir. Ich weiß nicht, was wir da vielleicht noch dadurch kriegen, ne?
Ich würde das da erstmal so hinmachen wollen, aber es hat nichts gebracht. Gut, dann nicht. Da können wir jetzt noch nichts raus machen. Hirscheintopf können wir da machen. Was sind wir denn hier für einen Hirscheintopf? Okay, der macht 45 und 15. Kartoffelsuppe. Ne, Karottensuppe, die bringt Ausdauer. Wir müssen unbedingt Karottensuppe machen, ne? Oder Beerenmarmelade würde auch gehen, ne? Aber die Karottensuppe, die ist da hinten schon am Laufen sozusagen. So, die schmeißen wir wieder hier rein. Hat also nichts gebracht. Ich dachte, gibt vielleicht ein Rezept extra oder sowas oder eine neue Bauanleitung. Dem war aber nicht so. Na, warte mal. Da ist wohl vielleicht das nicht mehr da, oder? Schon wieder voll. Können wir darüber machen. Aber es brennt kein Feuer, weil es fehlt an Material. Nämlich an Kohle. Okay, es ist voll. Wir haben noch drei Kohle über. Können aber ruhig noch mal einmal Holz da reinschmeißen, glaube. Es ist voll. Da ist auch voll. Haben wir nichts mehr über. Holz kann hier wieder rein. Passt erstmal. Noch ein Barren rausgekommen. Müssen wir hier noch was holen. Und da weiterbauen. Stellen wir den noch her, ne? Gut. Läuft erstmal soweit, ne? Achso, wir wollten noch gucken, was wir noch weiteres bauen können, ne? Also dieser Skigard, das haben wir alles schon mal gemacht. Wächterstein haben wir nicht gemacht. Karren haben wir. Was mit dem Schiff? Edelholz, Hirschfell, Harz, Bronzenägel und Werkzeug. Bronzenägel 80 Stück, okay. Die haben wir natürlich nicht. Was haben wir hier? Münzhaufen, Münzstapel. Kartografietisch brauchen wir alles nicht, ne? Kessel haben wir, Werkbank haben wir, Hauklotz haben wir oder Hackklotz. Gerbgestell haben wir, Deichsel haben wir, Schmiede haben wir, Amboss haben wir, Schmiedekühlvorrichtung haben wir, was ist das? Schmelzofen haben wir, Köhlerofen haben wir, das haben wir auch, das haben wir auch. Wir haben alles hier gebaut. Okay, das sind noch irgendwelche Teile hier. Holztor, Holztür. Ist das Holztor denn anders wie? Ah, ne, ist wahrscheinlich, das haben wir schon gebaut. Holzklappe. Holzdachkreuz. Da haben wir den Hammer und Möbel. Haben wir hier noch diese schicken Banner, die ich jetzt nicht für nötig halte. Der Läufer, den haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Schild. Objektständer. Objektständer, Fackel, Lampe. Haben wir alles gemacht, glaube ich. Können jetzt noch den Hirschläufer machen. Da brauchen wir vier Fell für. Können wir ja mal gerade gucken, ob wir den hier finden. Haben wir viel? Ne, haben wir auch nicht. Hier sind nur eins davon da. Gut, haben wir noch was selber? Ne. Ne. Da müssen wir jetzt. Ah, es regnet. Da habe ich jetzt keine Lust rauszugehen. Können wir schlafen? Oh, Feuer ist ausgegangen. Da brauchen wir Holz. Ach ne, geht nicht wegen. Ja, es regnet. Ja, da müssen wir dann weiter gucken. Haben wir hier eigentlich alles repariert? Ich glaube nicht, ne? Jetzt haben wir es repariert. Aber warte mal, wir haben eine Trolllederhose an. Macht das Sinn? Die hat Rüstung 10. Haben wir das da hinten reingelegt, die andere Rüstung? Ah, Trolleder Tunika, aber die Hose.
Hätte ich jetzt gedacht, dass wir eine Lederhose schon anhaben. Die haben wir bestimmt auch irgendwo, aber wo? Brustpanzer, Helm. Haben wir kaputt oder was? Nee. Und haben wir die draußen abgelegt. Da war auch noch so eine Kiste, ne? Für altes Zeug. Beinschutz. Rüstung 10. Wenn ich den anziehe, was passiert dann? Oh, sag jetzt nicht, er zieht nichts anderes aus. Doch, das hat er jetzt ausgezogen. Okay, das heißt, das können wir wieder hin, weil das macht keinen Sinn, weil das besser ist. Gut, haben wir das auch gerade gelernt? Stopp, da können wir erst noch was machen. Rauchsenägel bräuchten wir 80, ne? Ich mach da mal ein paar. Jetzt gehen keine mehr. Okay, dann machen wir sie erst nicht. Uns fehlen jetzt 30, ne, oder? So, ne, die bleiben da dran und die kommen dazu. 50. Uns fehlen jetzt 30. Das heißt, wir müssten noch zweimal das machen. Die können wir aber jetzt nicht machen, ne? Doch, jetzt gehen noch mal. Aber nur, ne, könnten sogar beide gehen. Machen wir noch mal 20. So, und dann würde das bedeuten, wir können uns nämlich noch ein schönes Schiff basteln, ne? Bauen. Möbel war das? Ne, verschiedenes, verschiedenes. Okay, da ist das Schiff jetzt. Wenn ich das Schiff bauen möchte, dann brauche ich 30 Edelholz, Kirschfeld 10. Okay, Harzbrauer, Bronzenägel und Werkbank. Das sollte alles nicht so schwer sein. Gut, nicht das, das auch nicht. Das. Gut, das würde bedeuten, das machen wir aber am anderen Lager, wo Wasser neben ist. Weil hier wäre es zu weit weg. Ja, dann Hirschfell wäre hier noch eins. Also. Holz, Edelholz war das, ne, oder? Dann nehmen wir mal 30 dann mit. Okay. Das machen wir mal schnell darüber. Das laden wir aus. Dann nehmen wir das wieder los. So, wir hätten jetzt Edelholz. Hirschfell müssen wir, Harz müssen wir, Bronzenägel. Nee, warte. Okay, und die nehmen wir auch mit. So, wenn ich jetzt das Boot machen will, brauche ich noch 20 Harz und 10 Hirschfell. Harz wären hier drin. Haben wir. Jetzt fehlt uns im Prinzip für das Boot nur das Hirschfell und wir müssen ans Wasser und da müssen wir eine Werkbank bauen. Aber. Oh, hier können wir bestimmt auch noch ernten. Oh, dreimal sogar. Mann, jetzt komme ich da noch nicht mal hoch, ne? Oh, jetzt haben wir noch ganz viel aufgenommen. Gut, dann müssen wir das gerade noch in den Ofen schmeißen. Da können wir auch noch was verbrennen. Beziehungsweise herstellen. Es ist voll. Das weg und das kann da rein. Ich hoffe, es passt rein. Ja, passt alles rein. So, das heißt, das kann produziert werden. Wir können durchs Tor, glaube ich, gehen, ne? Kriegen wir da alles mit? Ja, die Nägel wahrscheinlich. Jetzt geht das nicht an, weil wir die Kupfernägel mit haben, ne? Ja, so sieht's aus.
Ein Gegenstand teleportiert, verhindert das Teleportieren. Das sind die Kupfernägel wahrscheinlich. Nee, das Eisen. Okay, das könnten wir noch hinkriegen. Das ist hier lang. Ja, kommen wir dann packen wir den auch noch gerade an. Die beiden dahin und der Rest geht. Mit den Kupfernägeln kommen wir doch weiter. Ja, das ist jetzt die Frage. Hier jagen oder da hinten jagen, wo wir hin wollen? Gute Frage, ne? Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.